ehrlich gesagt, vor gut 10 Tagen habe ich noch gebankt. Vor 8 Tagen kaum mehr. Seit 6 Tagen gespielt Zuversicht und seit Montag denke ich mir, echt ein Hammer. Was hat dich eigentlich bewegt, überhaupt anzutreten? Ich habe das Gefühl, dass ich eine Stimme wahrnehmen kann, die ich bei den anderen nicht sehe. Und von der Stimme glaube ich, dass sie notwendig ist. Wir kennen alle das Sprichwort Change by Design or by Disaster. Und ich würde sagen, Millionen spüren, dass ein Wandel nötig ist. Und da stehen wir eben vor der Wahl. Es schaut ja oft so aus, als würde man nur durch Katastrophen lernen. Aber ein bisschen eine Chance haben wir nur, dass wir durch Design, durch Willen, durch Gestaltung lernen. Und in Wirklichkeit glaube ich, dass meine Kandidatur den Sinn hat, die zu ermutigen, die schon jetzt an einer Welt arbeiten, von der wir träumen. Von den kleinen Wirten, von den kleinen Metzger, von den kleinen Bäcker, von den Leuten, die den Boden ordentlich behandeln, dass er nicht hin wird, die die Wälder wieder zur Gesundung verhelfen und so weiter. Denen möchte ich eine Ermutigung durch meine Kandidatur zuschicken. Weil ein Präsident selber kann gar nichts machen. Es geht um das, was machen wir als Volk mit unserer Heimat. Du hast ja auch schon einiges miterlebt, einige Krisen. In den 70er Jahren, da gab es die Ölkrise, 80er hat es auch Krisen gegeben, dann die große Bubble von den Banken und so weiter und so weiter. Momentan sieht es aber so aus, als wäre es noch schlimmer. Die Klimakrise, die kommt langsam in den Köpfen der Menschen an, die realisieren langsam, dass das wirklich ein großes Problem für uns wird. Die Energiekrise, der Krieg in der Ukraine, also momentan häufen sich so ein bisschen die Krisen. Wo sind denn die größten Probleme deiner Meinung? Was muss sich denn ändern, damit es endlich besser wird? Ich finde es ein bisschen grauslich, wenn man sich anschaut, wer die Krisengewinner sind. Nicht? Das sind die Digitalkonzerne, die Waffenkonzerne, die Pharmakonzerne, die Energiekonzerne. Und das Volk, das ist offenbar nur mehr eine Gruppe, wo man Geld und Macht aussagen kann. Und wir brauchen uns keine Illusion machen. Das System ist bis ins Mark kaputt. Wir müssen es von Grund auf ändern. Und eben, ich bin so dankbar dafür, dass es Leute gibt, die das heute schon vorleben. Und die müssen wir auch ermutigen, ermächtigen, uns beim Wandel Vorreiter zu sein. Was wäre eine Möglichkeit? Zum Beispiel Bürgerräte, die einfach viel Macht haben und wo Menschen, die im alltäglichen Leben stehen und auch arbeiten gehen müssen und nicht nur Politikergehälter kassieren, Entscheidungen treffen fürs Land? Das glaube ich auch, dass Leute aus dem Volke sein müssen. Und ich bin nicht sicher, ich bin fast sicher, dass ich seit dem Ersten Weltkrieg der erste Kampfpilot der Wirtschaft, der Realwirtschaft, bin, der für dieses Amt kandidiert. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr lustig, dass ein wichtiger Kandidat Wirtschaftsprofessor ist. Und von der Lehramtskanzel aus sieht man die Welt anders, als wenn man sie unter diesen ungerechten Rahmenbedingungen behaupten muss, wie es Zehntausenden Klein- und Mittelbetrieben gegangen sind, die diese Rahmenbedingungen nicht überlebt haben. Umso heldenhafter die noch immer existieren, denen möchte ich Rückenwind verleihen. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Du bist wahrscheinlich nicht unbedingt ins rechte Lager einzuordnen der Kandidaten, sondern eher mit einem Marco Bogo bzw. dann eben auch Van der Bellen. Das werden vermutlich eher diese Wähler sein. Ist das nicht ein bisschen ein Wermutstropfen, dass man den Van der Bellen damit so ein bisschen das Wasser abgräbt? Den Vorwurf habe ich in den letzten Tagen schon ein paar Mal gehört. Und es ist ja so, dass der Van der Bellen aus dem grünen Mistbett rausgewachsen ist, so wie ich auch. Und da sage ich Folgendes, wenn einem die Ökologie ein Anliegen ist und mir die Ökologie ein Anliegen ist, dann bin ich nur der Verstärker dieser Themen. Weil eins ist klar, dass das, was in den letzten Jahren passiert ist, dass das nicht ausreichend ist. Da würde ich sagen, sind wir uns einig und so gesehen, Alexander Van der Bellen, in diesen Themen bin ich 100%iger wichtiger Verstärker.